Die Golden State Warriors standen nach einer für ein Spiel 7 unwürdigen Halbzeit vor dem Aus in den Western Conference Finals der NBA Playoffs. Golden State leistete sich 10 Ballverluste und erlaubte den Houston Rockets 11 Offensiv-Rebounds. Trotz des verletzungsbedingten Fehlens von Chris Paul lag der Hauptrundenerste zwischenzeitlich mit 15 Punkten in Front und schien auf dem besten Weg dahin, die Warriors-Dominanz zu durchbrechen. Die NBA Finals live auf Sport 1 US. Ich dachte über einen Rücktritt nach, scherzte Trainer Steve Kerr in der Halbzeitpause. Ich habe mein Team nicht wiedererkannt, doch ein Basketballspiel hat bekanntermaßen zwei Hälften und aus Warriors Sicht besonders ein drittes Viertel. Wieder einmal übernahm ein Mann die Kontrolle, Steph Curry, Ergebnisse und Spielplan der NBA Playoffs. Curry schießt Rockets ab, während die Rockets einbrachen und ein historisches Dreier-Debakel erlebten. Sie verfehlten 27 Distanzwürfe in Folge, dabei alle 14 im dritten Viertel, netzte Curry allein 4-mal von außen und erzielte 14 seiner insgesamt 27 Punkte. In diesem Abschnitt twitter.com/Ronit-Kani-Status/1001302757858956964 Curry wandelte gemeinsam mit Kevin Durant 10 Zähler, 34 Gesamt einen 11 Punkte Rückstand in eine 7 Punkte Führung um. Golden State setzte sich am Ende mit 101:92 durch und natürlich stressig, aber es hat Spaß gemacht, sagte Curry. Der Point Guard und eben nicht Durant ist der Schlüssel für die Stärke der Warriors. Das zeigte auch die Schwächephase, als Curry während der Saison fehlte. DAZN zeigt die NBA Playoffs live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern, unfassbares drittes Viertel in allen dritten Vierteln der Westfinals zusammen erzielte Golden State satte 68 Punkte mehr als die Rockets, in den gesamten Playoffs sind es 130 mehr als der Gegner. Rekordbrechende Zahlen, für die Curry der Katalysator ist. 9,6 Zähler bei Quoten von 58,9% aus dem Feld und 57,6% von der Dreierlinie erzielte Curry in den Playoffs in den Minuten 25 bis 36, die schon in der regulären Saison seine Spezialität waren. 10 Punkte bei einer Dreierquote von 51,6%, Rang 1 in der Liga. Es passiert meistens irgendwann im Spiel, sagt wenn er und Klay Thompson heiß laufen, sind wir als Team nicht zu stoppen. Wieder gegen LeBron im Schnitt erzielte Curry in den Conference Finals 15,7 Zähler nach der Pause und damit mehr als LeBron James 14,7 oder gegenüber James Harden 11,6, der in der Serie nur eiskalte 14,8% seiner Dreier in Hälfte 2 verwandeln konnte. Bereits in Spiel 6 hatten die Warriors auch dank Curry einen 10-Punkte-Rückstand zur Pause wettgemacht. So richtig erklären kann Curry seine Extra-Stärke in Viertel 3 nicht. Ich sage immer, dass ein Spiel 48 Minuten hat. Man muss Ausdauer und Geduld haben und das Selbstvertrauen in sich, ein Spiel zu drehen, egal, wie es vorher lief, so Curry, der nach 24 Minuten nur 3 Würfe getroffen hatte, twitter.com/Steinlein-Status/1001316194811613184. Nun wartet das vierte Finalduell mit LeBron James und den Cleveland Cavaliers in Folge. Wollen die Cavs den dritten Titelgewinn der Warriors seit 2015 verhindern, müssen sie ein Rezept finden, das verhindert, dass Curry heiß läuft.